Nur noch wenige Stationen haben ihr ursprüngliches Aussehen behalten. Ein Beispiel für eine gelungene Modernisierung ist der Bahnhof Völklinger Straße. Er zeigt sich fast im Ursprungszustand. Wuppertal und seine weltberühmte Schwebebahn. Die lange Geschichte geht bis ins ausgehende 19. Jahrhundert zurück. Der Geheimrat Eugen Langen lässt sich 1893 seine Idee für eine Hängebahn patentieren. Wie es der Zufall wollte, suchten die damals noch getrennten Städte Elberfeld und Barmen nach einem neuen Verkehrsmittel. 1898 wird mit dem Bau begonnen. 3 Jahre danach geht die Bahn dann in Betrieb. Seit 2019 fahren nun nur noch die Züge der Generation 15. Leider hat ein Jahr zuvor der Absturz einer Stromschiene zur Betriebseinstellung von fast einem Jahr geführt. Das Markenzeichen der Stadt Wuppertal ist auf dem Weg in die Zukunft. Zusammen mit der Eisenbahn und dem Busverkehr hat die Stadt einen vorbildlichen öffentlichen Nahverkehr. Der Verkehrsknoten Wuppertal ist ein Vorbild für andere Städte. Nur schade, dass die Straßenbahn nicht mehr fährt. Schließen wir mit einigen Impressionen von der Schwebebahn.